Diese Geschichte wird Spuren hinterlassen. Es ist die Story eines jungen Mannes, der von jetzt auf gleich sein körperliches Leben verliert. Darren Drosdorf ist 30 Jahre alt, als ihm ein missglückter Wrestling-Move die Kontrolle über seine Arme und Beine raubt. Er ist vom Hals abwärts gelähmt, verliert aber nie den Lebensmut. Hier ist seine Geschichte. Eigentlich ist Darren Drosdorf Footballer. In der Highschool wirft er als Quarterback einen 72-Yard-Touchdown-Pass, der ihm alle Türen in den Sport öffnet. Er schafft es in die NFL, zu den Denver Broncos, wo besonders eine berühmte Szene das Interesse von Vince McMahon weckt. Drosdorf übergibt sich in einem amerikaweit live ausgestrahlten Game auf den Football, ehe der gegnerische Center ihn ins Spiel bringen kann. Das verschafft Drosdorf den Spitznamen Puke. Gleichzeitig entspricht die Fähigkeit, auf Kommando erbrechen zu können, genau den Humorvorstellungen von Vincent Kennedy McMahon. Darren Drosdorf muss dies bei seinem Einstiegsmeeting vorführen und wird dann eingestellt bei WWE. Doch noch ehe die Wrestling-Karriere richtig starten kann, beendet ein Move einfach alles. SmackDown. 1,5 Jahre nach seinem ersten Match. Ein vorab aufgezeichneter Kampf mit D'Lo Brown. Zunächst läuft alles nach Plan, doch dann geht es auf den abschließenden Move zu. D'Lo Brown benutzt als Finisher seine Sky High Running Powerbomb auf die Matte, ganz ähnlich wie Seth Rollins heute seine Gegner in die Ringecke wirft. Dieser Move gilt als nicht besonders schwer, obwohl er etwas tricky ist, weil beide Wrestler ein gutes Timing brauchen. An diesem Tag, dem 5. Oktober 1999, kommt es aber zum Aufeinandertreffen vieler schlimmer Umstände. Der Boden ist leicht rutschig, durch ein zuvor in den Ring geworfenes Getränk. Drosdorf, der als Puke antritt, springt zu schwach ab, rutscht etwas weg. Brown auf der anderen Seite schafft nicht die nötige Rotation seines Gegners, kann keinen sicheren Griff anbringen, weil Dross ein zu lasches T-Shirt trägt. Die schicksalhafte Folge ist, dass Drosdorf nicht wie geplant auf dem Rücken landet. Er kann die Wucht des Aufpralls nicht über die Schultern abfangen. Stattdessen fällt er kopfüber wie ein Spieß zu Boden. D'Lo Brown stürzt auf ihn drauf und für einen kurzen Moment lasten 250 Kilogramm Körpermasse und zusätzliche G-Kräfte auf dem Genick von Darren Drosdorf. Das kann keine Wirbelsäule aushalten. Zwei Halswirbel brechen und Drosdorf bleibt regungslos auf dem Bauch liegen. Ringrichter Teddy Long holt sofort Hilfe herbei. Der Verletzte flüstert ihm zweimal zu: "I'm gonna die." Ich werde sterben. Soweit kommt es zum Glück nicht, auch wenn Ärzte später von Lebensgefahr sprechen. Verschieben sich Gelenke im Genick zu stark, kann sofort das Atem- und Kreislaufsystem zerstört werden, was einer Enthauptung gleichkäme. Das Rückenmark ist jedoch nachhaltig geschädigt. Darren Drosdorf ist querschnittgelähmt, sein Körper bleibt vom Hals abwärts taub. Mittlerweile sind über 20 Jahre vergangen und Drosdorf ist nach wie vor ein cooler Typ, leicht verrückt, mit extrem viel Lebenswillen. Die WWE hat für seine komplette Behandlung gezahlt und hat ihm auch sein Haus behindertengerecht umbauen lassen. Drosdorf hat wenige Tage nach dem Unfall geheiratet, benötigt nach wie vor intensive Pflege, ein Dutzend Medikamente täglich. Es war ein harter Weg für ihn, aber dank anstrengender Physiotherapie und seinem starken Willen kann er heute zumindest den Oberkörper und seine Arme wieder eingeschränkt bewegen. Es bleiben unkontrollierbare Muskelzuckungen und migräneartige Kopfschmerzen. Ein alter College-Freund hat Joss einen als Panzer umgebauten Rollstuhl geschenkt. Aus diesem verliert der Gelähmte auch heute noch kein böses Wort über D'Lo Brown. Es war ein Unfall, der jeden Tag im Wrestling vorkommen kann. Keiner der beiden hat etwas falsch gemacht. Solche krassen Dinge passieren einfach, wenn der Traumberuf hohe körperliche Risiken mitbringt. D'Lo Brown scheint der Unglückstag geistig fast mehr zu belasten als Drosdorf. Er sagt, dass er nicht mehr der gleiche ist, hat die Running Powerbomb seitdem nicht mehr ausgeführt. Hoffentlich können ähnlich Betroffene von Drosdorfs Einstellung profitieren, wenn er aus seinem Panzer heraus sagt: "Ganz egal, was dich runterzieht, was ich sehe oder was ich denke, da ist immer ein anderer Tag. Nur weil ich gelähmt bin und in einem Rollstuhl gefesselt bin, heißt das nicht, dass mein Leben vorbei ist. Ich habe neu zu leben gelernt und mein Leben ist längst nicht vorbei."